Morgen, Herr Hofer. Guten Morgen, Frau Dr. Kern. Schön, Sie zu sehen. Schaut, dass der Anlass nicht genauso schön ist. Grüß dich, Corvinian. Guten Morgen, Frau Doktor. Morgen. Hier geht's rein, schauen wir da weiter heraus. Jawohl, Herr Mohr. Wickerl, Kim. So. Grüß Gott, Herr Reischl. Darf ich vorstellen, unsere Pathologin, Frau Dr. Kern. Angenehm, Reischl. Morgen. Grüß dich Gott. Wo ist die Leiche? Im Arbeitszimmer. Wie ist der Name? Welcher Name? Von der Leiche. Marek. Frank Marek. Ja, wir hatten eine Besprechung. Marek war ein Geschäftspartner. Ich bekam dann einen Telefonanruf und ich bin kurz raus und als ich zurückkam, dann war der so. Was haben Sie mit ihm besprochen? Hat das irgendwas mit dem Mord zu tun? Noch gar nichts. Also? Ja, das war alles rein geschäftlich. Marek ist vor 2 Jahren bei mir in die Firma eingestiegen, um das Ganze ein bisschen mit auf Vordermann zu bringen. Ja, die Konkurrenz schläft nicht im Zeichen der Globalisierung. Sie wissen ja. Also nichts Privates, kein Streit oder so. Wo ich dann vielleicht den Bogen überspannt hätte. Entschuldigung, das war jetzt nicht ganz passend. Kein Problem, danke, da ist rein. Herr Doktor, haben Sie irgendwas? Du bist dir sicher, Wickerl, da ist er gestanden. Ja, da. Was ist jetzt damit? Der hat nur in der Sicht gestört. Kann schon sein. Er muss sofort tot gewesen sein. Da wird die Obduktion auch nichts anderes ergeben. Den Todeszeitpunkt kennen Sie ja. Ja, danke, Frau Doktor. Ich habe gehört, dass der Herr Lind seiner Holden nach Hamburg gefolgt ist. Woher wissen Sie das schon wieder? Ja, die Frau Stockel, natürlich, wer denn sonst? Da hätte ich ja Bitte. Und zwar, also für uns ist der Lind nicht weg, sondern hier. Weil es darf der 80er nicht mitbekommen, dass der sich heimlich entfernt hat. Sonst kriegt er Schwierigkeiten, der Lind. Das wollen wir beide nicht, oder? Alles klar. Vielen Dank. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Ebenso. Ja, schon, Frau Doktor. Tschüss. Gib mir mal mit. Ich hab was gefunden. Super. Na, da schau her. Die habe ich zwar beim Reinkommen gesehen, aber nicht gewusst, dass der mit Pfeil erschossen worden ist. Sehr gut, Michi. Ich glaube, ich hole mir die Spritsicherung. Gute Idee. Herr Reichmann. Ja, bitte. Können wir es bitte mal. Fliegen, Fischen, Golf, Bogenschießen, was machen Sie eigentlich nicht? Ach, das habe ich Ihnen gar nicht erzählt. Weil ich war mal Mitglied im Rosenheimer Sportbogenclub. Aber mit dem habe ich schon lange überschossen. Sehr weg. Da kümmert sich die Spritsicherung drum. Moment mal. Sie werden doch mich nicht verdächtigen, dass ich den Marek in die ewigen Jagdgründe geschossen habe. War der Marek auch im Bogenschützenverein? Ja, der ist nach mir eingetreten. Ihnen kann ich es ja sagen. Also man, ich war da nur dabei wegen einer Dame. Verstehen Sie, der hat es ganz gut gefallen. Und man weiß ja nie, wann dich damals Pfeil erwischt, gell? Mhm. Sind Sie der deutschen Schrift mächtig? Wieso? Weil dann können Sie das sicher entziffern. Reserviert für Vorstand. Wenn ich jetzt da nicht wegfahre, was machen Sie dann? Dann rufe ich die Polizei. Nicht nötig. Sie sind, glaube ich, auch der deutschen Schrift mächtig, oder? Hofer Kripo Rosenheim. Grüß Gott. Mit wem habe ich die Ehre? Jens Bergmann. Sie kennen sich so richtig aus. Bei Pfeil und Bogen und dergleichen. Natürlich, ich beliefere schließlich den Verein. Ich bin Verkaufsleiter einer Sportartikelfirma. Schauen Sie, mit diesem Pfeil wurde der Herr Marek getötet. Haben Sie sowas im Sortiment? Carbonpfeile, ja klar. Welche Länge hat er denn? 76,2 Zentimeter. Gibt es unterschiedliche Pfeillängen? Ja, sicher. Wir sprechen hier übrigens von Zoll. Das richtet sich nach der Armlänge des Schützen. 76,2 Zentimeter entspricht einer Pfeillänge von 30 Zoll. Na, logisch. Hier, halten Sie doch mal das Maßband an die rechte Backe und ziehen Sie es mit der linken Hand aus. Ihre Auszugslänge beträgt 81 Zentimeter. Ihr Pfeil sollte also 32 Zoll lang sein. Verstehe, also bei 30 Zoll müsste der Mensch knapp kleiner sein wie ich. Sind Sie ein guter Schütze? Geht so. Ich gehe dem Sport nur sporadisch nach, leider aus Zeitmangel. Wollen Sie einen wirklich guten Schützen kennenlernen? Durchaus. Eigentlich bin ich hier, um mit Frau Simone Dressler zu sprechen. Da schließt das eine das andere nicht aus.
meine Schwägerin, Simone Dressler. Sie und meine Frau, das sind die Cracks hier. Simone, Herr Hofer von der Kripo Rosenheim möchte dich wegen dem Marek sprechen. Grüß Gott, Vater Dressler. Es war ja eine Frage der Zeit, bis die Polizei hier auftaucht. Toller Schuss. Frau Dressler, ist es richtig, Sie waren mit dem Herrn Marek zusammen? Gut befreundet trifft es besser. Sehr gut befreundet? Ja, wir haben miteinander geschlafen, falls es das ist, was Sie meinen. Und vorher waren Sie mit dem Herrn Reischl zusammen? Wollen Sie mich als Schlittchen hinstellen? In keinster Weise, ich mache nur meine Arbeit. Falls Ihnen Herr Reischl das nicht erzählt hat. Er hat mir den Laufpass gegeben, nicht ich ihm. Also, der Tod von Herrn Marek scheint Sie nicht sonderlich zu treffen. Beim Bogenschießen, Herr Hofer, muss man Haltung bewahren. Trotz großer Gegenkräfte. Wenn Sie mich fragen, ist der Marek nur in den Club eingetreten, um sich beim Reischl lieb Kind zu machen. Dich fragt aber keiner. Komm, der war da auch nicht viel besser als der Reischl. Die beiden haben den Sport doch nie ernst genommen. Bist jetzt fertig? Frau Dressler, wo waren Sie gestern Abend? Da bin ich mit meiner Schwester Isolde um die Häuser gezogen. Und so gegen 11 Uhr, um welches Haus sind Sie da gerade gezogen? Keine Ahnung. Da müssen Sie meine Schwester fragen. Meine Schwägerin ist nicht besonders alkoholresistent, müssen Sie wissen. Manchmal frage ich mich wirklich, womit Isolde dich verdient hat. Noch Fragen? Kann ich gehen? Ja. Du Elfi, und dann hat der Lind alles stehen und liegen gelassen, ist zu seiner Geliebten nach Hamburg. Ja, der 80er darf natürlich nichts erfahren. Weißt du, wie es ist? Unerlaubtes Fernbleiben vom Arbeitsplatz. Ja, da können Sie dir schon ganz schön echauffieren, dann, gell? Aber weißt ja auch, wie ich bin. Ich werde das alles managen. Du, bitte, muss auf. Melden Sie bitte Herrn Hofer, dass der Herr Reischl jetzt da wird. Ja, aber ich denke, der Hofer weiß Bescheid. Bitte. Was machen Sie nur, um mir zu zeigen, wie die Reihenfolge zu sein hat? Grüß Gott, Herr Reischl, seien Sie gut. Zum Rennchen ist Platz. Wo ist eigentlich der Herr Lind? Der ist gerade zur Tür raus, haben Sie nicht gesehen? Wohin? Recherchieren zum Bogenschützenverein Rosenheim. Ah ja, wenn er wieder da ist, soll er bitte schon sofort in mein Büro kommen. Wieso? Was Privates. Was Privates, aber kann ich einer da nicht behilflich sein? Nein, das können Sie nicht. Schaut, hätte ich gern gemacht. So, jetzt haben wir den Salat, was machen wir jetzt? Jetzt rufen Sie den Lind an und fragen ihn, was der 80er Privates von ihm wissen wollen könnte. Hahaha, sehr witzig. Der hebt doch nicht ab, wenn er auf dem Display die Nummer vom Polizeipräsidium liest. Dann rufen Sie ihn mit Ihrem Handy an. Und was ist, wenn er das Private nicht weiß? Na, dann müssen Sie es dem 80er aus der Nase ziehen. Ja, und wie soll ich das machen? Na, Frau Stockel, Sie sind doch eine Geliebte. Sie haben die Fingerspitzen gefühlt. Sie schaffen das. Ich vertraue Sie. Nicht zum Reichen. Wieso muss eigentlich immer ich die Kohlen aus dem Feuer holen? Es gibt da genug Deppen, die sich wegen Dingen die Finger verbrennen. Schön, dass Sie kommen konnten. Nehmen Sie bitte schön Platz. Vielen Dank, vielen Dank. Die Frage, die mir auf dem Herzen brennt, ist folgende. Was haben Sie gestern Abend mit dem Herrn Marek Geschäftliches besprochen? Gut, der Marek hat einen Private Equity Fonds in die Firma geholt. Und diese Banditen haben von Anfang an eine andere Strategie gefahren. Diese Banditen? Ja, die wollten dem Marek und mir einfach den Stiefel in den Arsch treten. Uns aus der Firma rauskaufen. Eine Buyout-Strategie heißt es im gepflegten Wirtschaftsjargon. Sauber. Ja, und dann hätten sie wahrscheinlich den Laden hier dicht gemacht. Die Verwaltung wäre dann hier geblieben, ja gut. Aber gefertigt hätten sie in Rumänien. Das nennt man dann Verlegung des operativen Geschäfts ins Ausland. Im gepflegten Wirtschaftsjargon. Genau. Also ich hätte das aber so nicht mehr gemacht. Egal, was die mir geboten hätten. Meine Mutter hätte mir den Hintern versohlt. Aber der Marek, der war ganz scharf auf das Geschäft. Und Sie wollten ihn umstimmen? Ja, darum ging's. Und? Hat er sich umstimmen lassen? Nein. Moment. Sie meinen doch nicht, dass ich meinen Bogen von der Wand genommen habe und dann mir den Marek aufs Korn genommen hätte? Ich meine gar nichts. Bin nur auf der Suche nach der Wahrheit. Ganz einfach. Ja, und war es? Hat er ihn jetzt aufs Korn genommen? Ja, also Grund dazu hätte er. Er könnte nämlich damit seine Firma aus den Klauen von Solitop befreien. Wie das? Naja, in dem Gesellschaftsvertrag zwischen Marek und Reischl wurde festgelegt, dass wenn einer von den beiden stirbt, der andere das Vorkaufsrecht für dessen Anteil erwirbt. Ah, verstehe. Ist allerdings ein starkes Motiv. Aber glauben Sie auch, dass es war? Nein, nicht wirklich. Ich meine,
Es ist so offensichtlich, warum macht er das so? Wenn schon alle Indizien auf ihn zeigen, warum begeht er dann den Mord wieder auf schlauere Art und Weise? Gibt es noch einen anderen Verdächtigen? Ja, also der Reischl, der ist ja wegen einer Frau dem Bogenschützenclub beigetreten. Eine gewisse Simone Dressler. Jetzt hat er aber ziemlich bald den Schluss gemacht, weil er genug von ihr gehabt hat. Ja, aber wo führt uns das jetzt hin? Zu Marek. Der ist nämlich auch dem Bogenschützenclub beigetreten und hat dann die Frau getröstet wegen dem Verlust vom Reischl. Was sagt der Reischl? Sagt der Reischl, ja. Er meint auch, dass der Marek dann auch ziemlich bald wieder Schluss gemacht hat, weil die Frau ist zwar sehr, sehr gut aussehend, aber leider ansonsten ein bisschen, ja, sagen wir mal, schwierig. Und das hat sie dann nicht verkraftet und sich an Marek gerecht. Sagt der Reischl. Also verhaften können wir den Reischl nicht. Da macht der Untersuchungsrichter nicht mit. Das sind uns einfach die Indizien zu mager. Und der Reischl ist ein angesehener Bürger in der Stadt. Ich will ihn ja gar nicht verhaften. Bloß beschatten. Ja, das machen sie. Ist der Lind eigentlich wieder zurück? Der Lind, nein. Ist der immer noch im Bogenclub? Nein. Wo ist er dann? Der beschattet jetzt den Reischl. Sie wissen jetzt auch nicht, was der Herr 80er Privates von Ihnen wollte. Ja, na gut. Mir tut es auch leid, dass die ganze Geschichte so saudumm läuft. Apropos Laufen, wie läuft's denn bei Ihnen also? Ah ja. Auwe. Ja? Herr Wiesinger, ich schicke Ihnen dann die Unterlagen, gell? Wiederhören. Was will er denn schon wieder, der Herr Wiesinger? Er hat Unterlagen verlegt. Ich soll sie ihm faxen. Da ruft er Sie am Handy an. Rufumleitung. Ich war gerade beim Frischmachen. Was, Sie nehmen das Handy mit aufs Klo? Allzeit bereit, Herr 80er. Allzeit bereit. Respekt. Sagen Sie mal, haben Sie ja schon versucht, heute den Herrn Lind zu erreichen? Bei mir hebt er einfach nur ab. Ja, der hat das Klingeln ausgeschalten, weil das stört ja beim Beschatten. Warum stellt er nicht auf Vibrieren? Ja, das ist eine gute Idee. Das werde ich ihm das nächste Mal sagen, wenn ich ihm begegne. Wenn Sie ihm das nächste Mal begegnen? Ja, ich habe das jetzt einfach nur so allgemein gemeint. Apropos begegnen. Wenn ich den Lind das nächste Mal treffe, dann könnte ich ihn ja fragen, was Sie Privates von ihm wollten, falls Sie nicht mehr hier sein sollten. Ja, Ihnen kann ich das ja ruhig sagen. Der Franzi, mein Enkel, der klagt in letzter Zeit immer über so ein Summen im Ohr. Und der Herr Lind kennt doch so einen ausgezeichneten HNO-Spezialisten in München. Ich brauche da Namen und Telefonnummer. Dann ist ja nichts Ernstes. Also hoffentlich ist es nichts Ernstes. Ja, wart schnell! Von Erna hört man vielleicht Sachen. Bestellt habe ich das nicht. Das können Sie mir glauben. Das glaube ich einer. Und dann auch noch mit einem Pfeil. Naja, wie im Mittelalter. Ja, gibt schon eine Spur. Ja, Sie wissen doch, wie die Mühlen der Strafverfolgung malen. Also bis die was rausgefunden haben, da bin ich ja zu Fuß zurück aus Namibia. Ja, da haben wir ja alle Zeit der Welt für ein schönes Kännchen Kaffee. Ha? Ja, gerne. Und was dürfen wir nicht vergessen? Ein Bienenstich. Richtig. Gott. Mein Kreislauf.
Gott sei Dank habe ich mein neues Handy dabei gehabt. 5 Megapixel. Schau mal her. Toll. Die Frau kennst du nicht? Nein, nie gesehen. Aber du hast ihre Kfz-Zulassungsnummer aufgeschrieben, wie sie weggefahren ist. Oh je. Nein, du, ich war so auf den Reischl fixiert. Auf den Reischl fixiert? Ja, ich gebe zu, das war jetzt ein echter Beschattungsfehler. Nein, das kriegen wir schon raus. Glaubst du schon, oder? Ja. Ich schau mir, was der Reischl macht, gell? Ist recht. Aber keine Beschattungsfehler mehr. Nicht mehr wir. Dann ist gut. Grüß Gott. Grüß Gott. Mein Name ist Isolde Bergmann. Meine Schwester Simone sagte mir, dass ich zu Ihnen kommen soll. Wegen einer Aussage. Bitte, kommen Sie damit. Das ist der Herr Hauptkommissar Hofer. Grüß Gott. Grüß Gott. Nehmen Sie ein bisschen Platz. Mich ist der Stuhl. Ja, ich hab's verstanden, danke. Michi, einen Stuhl, bitte. So, bitte müssen Sie sich hersetzen. Nehmen Sie Platz. Danke. Jaha, Fotos, ich weiß, danke. Vierti, ein schönes Bitte. Wiederschauen. Also, was will Sie zu mir? Grüß Gott, der 80er. Herr Mohr. Herr Mohr? Warum sind Sie in Zivil? Ich muss doch die Dings beschaffen, nicht? Wen? Herrn Reischl. Herrn Reischl wollten Sie sagen. Das macht doch der Lind, denke ich. Michi, du hast das Essen für den Herrn Lind vergessen. Der Arme, der muss auch mal was essen. Das kann ich mir schlecht in der Uniform vorbeibringen, gell? Ja, und dann fragst du den Herrn Lind auch gleich nach der Telefonnummer für den Herrn 80er. Das reicht ja, wenn Sie morgen die Telefonnummer haben, gell? Was für eine Telefonnummer? Das passt schon. Wiederschauen. Ja, Sie wissen, es geht um den Mordfall Marek. Ihre Schwester hat gesagt, dass sie gestern mit Ihnen unterwegs war. Ja, das stimmt. Wo waren Sie so um 11 Uhr? Im Times Square. Ah ja, gut. Haben Sie den Herrn Marek näher gekannt? Nicht so gut wie meine Schwester. Was haben Sie von ihm gehalten? Nichts. Nichts? Können Sie mir die Gründe dafür ein bisschen erläutern? Große Worte, kleine Taten, ein Aufschneider halt. Dann hat er zum Reischl gepasst. Der Herr Reischl ist kein Aufschneider. Sie kennen den Herrn Reischl also näher? Nur vom Bogenclub. Also, privat treffen Sie sich nicht mit ihm? Nein. Wieso fragen Sie? Nur so eine Routinefrage. Ja, das wäre es dann wirklich. Sie können gehen. Vielen Dank. Auf Wiederschauen. Wiederschauen. Frau Bergmann, Sie wissen schon, dass ich Ihre Aussagen überprüfe, gell? Wieso sagen Sie das jetzt? Ja, eigentlich nur so, falls Ihnen noch irgendwas einfällt, spontan. Jetzt wäre noch Zeit dazu. Nein, tut es nicht. Nicht? Schade. Bitte schön. Herr Hofer, ich glaube, der Herr 80er hat Lunte gerochen. Was? Ja, der Michi, der hat sich verplappert und ich weiß jetzt auch nicht, wie viel der 80er da Kraft hat. Ah ja, naja. Haben Sie Lind erreicht? Ja, aber der wusste auch nicht, was der 80er Privates von ihm wollte. Das habe ich ihm dann aus der Nase ziehen müssen. Dem Lind? Ah, dem 80er. Und was? Was Privates. Ja, was denn? Das geht nur mich und den 80er was an. So, Entschuldigung, bitte. Hat der Lind sonst was gesagt? Ist er gelandet? Natürlich ist er gelandet. Ja, ich meine, nicht im Flugzeug, sondern bei seinen Helden. Herr Hofer, Franzen einfach säuber. Was ist denn los? Diese Lügerei, die geht mir manchmal, die geht mir einfach richtig auf die Nieren, das sage ich Ihnen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer wann, wo gelandet, sie versteckt hat, wo hingegangen ist. Das bleibt alles an mir hängen, wenn es brennt. Der feine Herr Hofer zieht sich ja aus der Fähre, der hat ja einen Fall zu lösen. Und ich verstricke mich immer mehr in Lug und Trug und Sie schauen dabei zu. Okay, Frau Stockler, jetzt warten Sie mal. Moment. Hofer. Ja. Grüß Gott, Herr Mohr. Ich hab gedacht, das Essen wäre für Herrn Lind. Der hat gar keinen Hunger mehr gehabt. Ach so.
Ganz plötzlich furchtbar müde geworden. Sie sind für ihn eingesprungen, damit er heimfahren kann. Herr Mohr, jetzt müssen Sie mir mal was erklären. Warum haben alle so viel Angst vor mir? Bin ich denn wirklich so ein Unmensch? Herr Mohr, wo ist der Herr Lind wirklich? In Hamburg. In Hamburg? Essen Sie das noch? Nein, bitte. Wegen dieser Frau, hm? Er sagt, er musste noch etwas klären. Und warum hat er nicht einfach Urlaub beantragt? Na, sie haben doch selber die Richtlinie herausgebracht. Was für eine Richtlinie? Jeder Urlaubsantrag muss eine Woche vor Antritt des Urlaubs bekannt gegeben werden. Ach die, aber da kann man doch mal eine Ausnahme machen. Ja, was ist doch der Punkt? Was für ein Punkt? Na, die Ausnahmen bestimmen Sie. Und den Liebesdingen. Ach, Sie denken, ich bin nicht in der Lage, sowas zu verstehen? Ja, nein. Weil bei mir das schon lange Jahre zurückliegt, das mit der Liebe, oder, nein, oder was? Nein, gar nicht. Also, Herr Mohr, ich sage Ihnen jetzt mal was. Stellen Sie sich vor, ich hätte Enkel. Wenn denen irgendwas passieren würde, glauben Sie mir, dann könnten mich alle Richtlinien auf der ganzen Welt, und zwar kreuzweise. Langt es? Das langt. Das ist das Haus von dem Reichen. Mhm. Aber viel Geld da. Mhm, schon. Und arbeiten wir da nichts, gell? Servus. Servus, Schwesterherz. Der Reischl? Ja. Und wer sind Sie? Die Isolde Bergmann. Ach, die? Die haben wir mal beim Empfang getroffen. Das ist ja ganz eine Gewifte. Na, sehr klang. Sie hat behauptet, den Reischl nur vom Club her zu kennen. Und dann trifft sie sich mit ihm im Rosenbräu. Hm. Mit Schal und Sonnenbrille. Und? Was sagt sie dazu? Ich habe sie nicht darauf angesprochen. Ich möchte erst wissen, ob sie beim Alibi für ihre Schwester auch gelungen hat. Die Simone. Oh mei. Eine ganz geschupfte Henne. Hat eine Männergeschichte nach der anderen. Aber bei der hält's doch keiner mehr wie eine Nacht aus. Sag einmal, hat nicht auch der Reischl eine Blitzaffäre mit ihr gehabt? Ja, und danach sein Partner, der Marek. Meinst du vielleicht, dass die den Marek? Oben schießen kann's. Und verrückt genug wäre die auch, dass sie ihrem davonlaufenden Lover den finalen Abschiedskuss hinterher schickt. Also mal, so wird es nichts mit der Beförderung. Sagen Sie mal, das muss doch sau ungemütlich sein. So Mutter sehen allein da draußen und stinklangweilig. Wie geht das so? Wenn Sie mich beschatten wollen, kommen Sie doch einfach rein. Reischl, das kann ich nicht machen. Das sieht doch kein Mensch. Außerdem hätten Sie da alles viel besser im Blick. So undercover quasi. Außerdem habe ich drin ein Kuchenblech mit frischen Zwetschgendatschi, Portion Schlagsahne und eine Tasse Kaffee. Zwetschgendatschi? Ja. Sagen Sie mal, wie lange beschatten Sie mich eigentlich schon? Ja, Reischl, das darf ich ja doch nicht sagen. Ja, verstehe. Ich war halt im Rosenbräu, aber ich meine, das wissen Sie wahrscheinlich schon, gell? Ja, jetzt fix, jetzt haben Sie mich erwischt. Ja, dann werden Sie wahrscheinlich auch gesehen haben, dass ich mich mit der Isolde Bergmann getroffen habe. Und jetzt wollen Sie sicher wissen, was wir zu besprechen gehabt haben. Mhm. Ich sag's Ihnen. Ich wollte halt wissen, ob die Simone, die Schwester von der Isolde Bergmann, immer noch auf mich sauer ist, weil ich ihr den Laufpass gegeben habe. Glauben Sie mir das? Ja. Gut. Jetzt sage ich Ihnen was, und zwar ganz im Vertrauen. Ich habe mich mit der Simone verlobt. Fragen Sie mich bitte nicht, warum ich es gemacht habe, aber ich habe es getan, wahrscheinlich um schneller an mein Ziel zu kommen. So sind wir Männer halt, oder?
Und wie die dann sich eingebildet hat, dass ich sie heirate, haben mir ein paar so aus dem Staub gemacht. Und wahrscheinlich, was ich annehme, schiebt sie deswegen einen Riesenhass auf mich. Wie schaut's aus? Trinken wir eine Flasche? Weiß oder rot? Na, weiß, ich muss ja wieder auf meinen Posten. Wollten Sie eigentlich immer schon Polizist werden? Ja, seit ich das erste Mal in Columbo im Fernsehen gesehen habe. Das ist ein Glückspilz. Sie wissen wenigstens, was Sie wollen. Sie haben alles, was Sie wollen. Aber Geld ist nicht alles. Das kann man auch in seinen Aufgaben lähmen. Auf das möchte ich gerne Ruhe geben lassen. Ein gepflegtes Jagen, da schauen wir auch noch rein. Naja, ich muss ja wieder auf meinen Posten. Der Posten läuft schon nicht davon. Abfall. Was war jetzt das? Das war für Sie. Der Mohr! Ich fahr jetzt, gell? Für dich, wisst ihr jetzt. Danke. Du gibst den Denker. Du, der Reischl soll sich nicht so offen zeigen. Danke, Kollege. Siehst, das hat der Mörder auch gedacht, dass das der Reischl ist. Du meinst, er hat den Reischl mit dem Marek verwechselt? Das liegt doch so auf der Hand. In diesem Haus wohnen nur der Reischl und seine Mutter. Der Marek hat ungefähr die gleiche Statur gehabt wie der Reischl. Es war Nacht und jetzt will der Täter seinen Fehler korrigieren. Wir müssen vollkommen umdenken. Der Reischl ist das Ziel. Ja, Frau Stock. Herr 80er, bitte schön die Telefonnummer. Vielen Dank. Frau Stockel? Ja? Wo ist denn jetzt der Herr Lind? Der Herr Lind? Ja, der Herr Lind. Der ist in Hamburg. Herr 80er, ich werde selbstverständlich die Konsequenzen für mein Fehlverhalten tragen. Und hat Sie jetzt der Herr Hofer zu diesem Fehlverhalten angestiftet? Na, die Geschichte ist ganz allein auf meinem Mist gewachsen. Und da gehört's auch hin. Was? Die ganze Geschichte. Auf dem Mist. Und da belassen wir's auch. Einverstanden? Einverstanden? Guten Morgen, Ignaz. Ah, servus. Schon so früh auf den Beinen? Na, so spät. Kleine Privatparty. Geburtstag. Du? Ja. Dann bist du jetzt volljährig. Endlich erwachsen, ne? Na, erst mit 50. Ach so. So ganz was anderes. Bei dir sollen vorgestern zwei Frauen im Lokal gewesen sein. Nicht plus zwei. Simone Dressler und ihre Schwester Isolde. War noch da, ja. Bis um 11. Bis 10:30. Um 10.25 Uhr bis abgekasselt und danach sind sie, glaube ich, gleich gegangen. Glaubst du das oder bist du dir sicher? Ich glaube, bin mir sicher. Hast du damit recht? Sagst du was? Nein, ich wundere mich bloß. Worüber?
dass bei dir mal ein Fest zu Ende geht, ohne dass eine Frau übrig bleibt. Ist doch nicht mehr der Jüngste, hä? Carla! Ja? Geh, mach doch dem Herrn Hofer noch ein Espresso Doppio. Herr Hofer? Ja? Ich habe dem Herrn 80er reinen Wein eingeschenkt. Was haben Sie? Ich habe ihm alles gesagt. Na sauber. Und wie steht es da? Blöd. Sehr witzig. Sie sind so eine Ratschen, aber das waren Sie schon immer. Nur diesmal nehme ich Ihnen das persönlich übel. Es geht nicht um mich, es geht um den Herrn Lind. Und das ist ein Kollege. Aber das heißt ja nichts für Sie. Was ist denn das? Der Bericht von der KTU. Der Pfeil, mit dem auf den Reischl geschossen worden ist, ist identisch mit dem, der im Toten gesteckt hat. Beides Carbonpfeile, 30 Zoll lang, 5,2 mm Durchmesser. Sie haben auch identische Abriebspuren am Schaft, die durch die Pfeilauflage erzeugt werden, wenn der Pfeil darüber schleift. Okay. Wie soll jetzt dem 80er unter die Augen treten? Ich hab genügend Stoff daheim, ich kann dir ein Büßerhemd nähen. Ach, Herr Hofer. Herr 80er. Es gibt eine Wendung im Fall. Ja. Reischl ist das Ziel, hat mir Herr Lind gesagt. Der Lind? Verwundert Sie das jetzt? Das sollte ich lieber sagen, Herr Mohr, weil die beiden sich ja zum Verwechseln ähnlich sehen. Herr 80er, ich muss da Abbitte leisten. An Schmarrn erstens. Bloß aufhören, mich für dumm zu verkaufen. Also gut. Wie geht's weiter? Wie schaut's aus? Ja, also als nächstes werde ich mir die beiden Schwestern vorknöpfen, die ihr eine Alibi hat Löcher. Motiv? Die Simone Dressler wollte sich rächen für die Schmach, die der Reischl angetan hat. Bloß, weil er sie hat sitzen lassen. Naja, sie hat geglaubt, er will sie heiraten, er hat ihr die Ehe versprochen. Hat sie das gesagt? Nein, das hat der Reischl dem Mohr erzählt. Die Schwestern waren da. Frau Marie, ich habe sogar nicht Kinder gesehen. Ah, weißt du, kann ich dir mal kurz sprechen? Jetzt ist gerade sehr schlecht, Marie. Grüß Gott, Herr 80er. Frau, es ist mir wie immer eine große Freude. Grüß Gott. Du hast die Fotos vergessen. Während ich da mal frühstücken war, ist mir eine Marmelade auf ein Foto getropft. Halb so wild, das war doch wurscht gewesen. Das hättest du mir auch heute Abend erzählen können. Nein, während ich den Fleck wegwischen wollte, ist mir was aufgefallen. Schau mal auf den Hintergrund. Darf ich auch mal? Natürlich. Damit geht's besser. Ah, die Brille vom Papa. Ja, ja, eindeutig. Der Mann da hinten beobachtet die beiden. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Weil so in der Unschärfe. Ich kann es kaum erkennen. Bei mir ist also gut, geh zur KTU und lass den Ausschnitt da hinten vergrößern. Ja, ist recht. Für Gott! Also, das haben Sie sehr gut gemacht. Gute Arbeit, Frau Hofer. Ja, was tät er ohne mich? Ja, das frage ich mich auch, Mann. Hallo Miriam. Bitte, Herr Reischl. Von Ihnen hört man ja spannende Sachen. Ja, bogenspannende Sachen. Die kann ich mir gar nicht gebrauchen. Tut mir leid, dass ich für Sie im Moment nichts dabei habe. Aber in meinem Kopf, da geht's drunter und drüber. Das macht nichts. Sie wollen zu meinem Hofer, gell? Ja. Das ist jetzt gerade ungünstig, da müssen Sie ein bisschen warten. Der verhört gerade die Schwestern. Aha. Könnte es sein, dass Sie neugierig sind? Ja, schon. Laut Aussage vom Wirt haben Sie beide das Times Square um 10:30 verlassen. Wo waren Sie dann? Ich bin nach Hause gegangen. Und Sie? Ich auch. Sie haben sich also getrennt. Und Sie haben mich angelogen, Frau Bergmann. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Man kann sich doch mal in der Zeit irren. Sie haben sich am nächsten Tag mit dem Herrn Reischl getroffen. Und mir haben Sie gesagt, Sie kennen ihn nur vom Bogenschützenverein her. Haben Sie sich da in eine Person vertan, oder was? Du hast dich mit Ferdinand getroffen? Warum? Warum? Er wollte wissen, ob du was mit dem Tod von Marek zu tun haben könntest. Da fragt er dich. Warum bist du überhaupt hingegangen? Zu Ihrer Information, der Marek war gar nicht das Ziel. Der Täter hat es auf den Herrn Reischl abgesehen gehabt. Und gestern Abend hat es erneut versucht. Steckst du dahinter? Was? Traust du mir zu? Eigene Schwester. Sehr unglaublich. Herr Hofer, ich glaube, ich muss jetzt gehen. Bitte sehr. Und Sie fragen sich jetzt, ob Ihre Schwester bloß Theater spielt, hm? Ja. Oder spielen Sie Theater? Nein. Wo ist denn der Reischer?
Der ist gegangen. Was wollte er eigentlich? Mit ihnen reden, aber dann hat er sich's anders überlegt. Na, da schön. Ich hab die Vergrößerungen. Super, Michi. Besser ist leider nicht gegangen. Was ist denn das? Was weiß ich nicht. Vielleicht hat er einen Brillant im Zahn. Brillant? Brillant, hör mal. Sehr gut. Was? Weiter so. Hallo, Isolde. Hallo. Was hast du denn auf dem Präsidium gemacht? Ich wollte dem Hoferein Weinland schenken. Ohne mich vorher zu fragen? Isolde, so kann es doch nicht mehr weitergehen. Du wolltest mit mir reden? Ja. Und, ich höre? Weißt du, dass Isolde sich mit Reischl getroffen hat? Nein. Hat sie aber. Ich möchte gerne wissen, was die da besprochen haben. Ich rede gerade mit der Simone Dressler. Aber die schaut mir schon sehr aufgebracht aus. Bring ihn aufs Präsidium und nimm seine Bogenausrüstung mit. Vor allem die Handschuhe lässt gleich untersuchen, gell? Alles recht. Was ist jetzt mit ihr? Ja, sie natürlich auch. Wir wollen die Familie doch komplett haben. Also, gut, bis später. Servus. Ja, und jetzt? Bring was hinter uns. Ich denke, er weiß es eh schon. Tja, so schnell sieht man sich wieder. Wir möchten Ihnen gern was sagen. Zeit wird's. Kommen Sie bitte. Also, dann schießen Sie mal los. Also, Isolde und ich. Lass mich. Isolde und ich, wir sind seit 2 Monaten ein Paar und. Ja, Isolde war der Grund, warum ich mich von Simone getrennt habe. Ich habe mich einfach Hals über Kopf in sie verliebt und sie sich in mich auch. Hoffe ich. Wir mussten das natürlich geheim halten, weil ich bin verheiratet. Und Ferdinand war mit meiner Schwester zusammen. Ich meine, das hätte ja einen Mordseklar gegeben. Naja, so hat es halt bloß einen Mord gegeben, gell? Ich glaube, meine Schwester ist dahinter gekommen. Ihre Schwester? Was ist mit ihrem Mann? Herr Bergmann, Sie werden jetzt an der Reihe. Entlang. Was ist los? Ferdi, bitte sei mir nicht böse, aber egal wie die Sache da drin ausgeht, das hat keine Zukunft mit uns. Entschuldige, das ist blöd. Ach, die Mama. Mama, Mama? Wie geht's am Gardasee? Sonst geht's gut, ja. Mit dem Marek. Nein, wir sind zu keiner Einigung gekommen. Also nicht so, wie wir es eigentlich vorgehabt haben. Ich habe meine Frau nicht beschattet. Weil ich nämlich gar nicht von ihrem Verhältnis wusste. Das ist ja prima. Dann können Sie aufatmen und lächeln. Lächeln Sie mal. Lächeln. Für mich bitte. Einmal lächeln. Ja, du, ich erzähle dir das alles in Ruhe morgen. Okay, gut, also pass auf. Der Marek, der wurde von einem Pfeil getroffen. Ja, so wie bei den Indianern. Nein, wir haben nicht rumgealbert. Wie Krankenhaus. Na, das war nicht mehr nötig. Für mich bitte. Einmal lächeln. Sehr schön. Ist das ein schöner Brillant? Ja, und hier haben wir noch ein schönes Foto. Schauen Sie, das ist der Herr Reischl, das ist Ihre Gattin. Und da ein bisschen unscharf im Hintergrund, das sind Sie. Da haben wir das nochmal vergrößert, eindeutig zu erkennen, haben Brillanten. Sie haben mitbekommen, dass Ihre Gattin ein Verhältnis hat mit dem Herrn Reischl. Da wollten Sie den Herrn Reischl aus dem Weg räumen und leider hat es aber blöderweise dann den Herrn Marek erwischt.
Und für den Fall, dass Sie leugnen wollen, wir haben auch noch Ihre Handschuhe. Was wollen Sie da finden? Blütenstaub. Von dem Strauch, der beim Reichstuhl im Garten steht. Engelstrompeten sind das, glaube ich. Ich wollte den Marek nicht töten. Auch mit dem falschen Opfer bleibt es Mord. Ja, bitte? Meine drei Musketiere, ich gratuliere. Saubere Arbeit. Und das alles ohne Herrn Lind. Wann kommt er denn zurück? Er ist unterwegs. Ja und? Ich glaube, es ist nicht gut ausgegangen. Er hat sich sehr deprimiert angehört. Umso besser, dann bleibt er uns erhalten.